Also wie wird man Promi-Friseur? Diese Frage stellt man mir sehr oft. Und ich glaube, man wird gar nicht Promi-Friseur, sondern die anderen titeln dich so. Solche Leute wie Leonardo DiCaprio oder Nicole Kidman oder aber auch Jürgen Löw sind auch Menschen wie alle anderen. Und die wollen einfach nur gut aussehen. Ich bin kein Luxusmensch. Das einzige Luxus, den ich mir gönne, ist einfach mal einen Fahrer zu haben und einfach mal nie irgendwo mich kümmern zu müssen, wo ein Stau ist, wo ich dann umfahren muss, wo ich tanken muss oder was auch immer. Das will ich einfach mal alles nicht wissen. Ja? Ich will hier einfach pünktlich irgendwo rankommen. Das ist einfach mein größter Luxus. Meine Leute behaupten ja, ich habe viel zu viel Kontrolle. Ich will ja alles genau wissen, was da passiert und so weiter. Ich bin sehr genau, also gerade beim schönen Dingen, was anbelangt, ich will genau alles unter Kontrolle haben. In Zukunft, wenn ich in weite Zukunft blicke, ist es das Wichtigste, dass diese Unternehmen, ja, lange nach meinem Tod immer noch existiert. Da arbeite ich dann auch noch mal bis 19 Uhr, 19:30 und dann geht es meistens auf irgendeine Veranstaltung. Also meistens ist irgendwann irgendwas. Das ist auch eine Bühne, die ich da habe. Ja. Das ist eine Theaterbühne. Man geht raus und alle beobachten dich. Ja. Also ich bin nicht hinter den Kulissen. Also wer nicht geliebt werden möchte, der lügt, glaube ich. Wir wollen alle geliebt werden.